Bayern auch so? Nee. Nee, ne? Was sagt man da? Grüezi, Gurt! Christi. Christi. Oh, Feinheit. Oder Servus. Oder Servus. Okay. Gut, hier im Norden macht man das so. Hervorragend. Respekt. Ja, ne? Ja. Sag mal, wenn man so im morphogenetischen oder morphischen Feld ist, schwebt man dann die ganze Zeit eigentlich so? Oder ist man noch so ganz bodenständig? Am besten, man schwebt nicht, sondern man ist tatsächlich gut geerdet, gut hier. Weil nur wenn wir hier gut geerdet sind, haben wir einen guten Draht dahin, wo wir was wissen wollen. Ah, weil du warst ja mal Investmentbanker. Wie passt denn das zusammen? Keine Ahnung. Also gar nicht. Das war mein Traumberuf. Ich wollte das unbedingt sein. War ich dann 14 Jahre, bis ich dann irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, jetzt will ich mit Menschen arbeiten. Mhm. Und mehr Ahnung hatte ich damals noch nicht. Und ist das einfach so wie so ein Geistesblitz gekommen? Oder hattest du einen Burnout, was ja alle Welt im Moment hat? Hieß vielleicht früher anders, keine Ahnung. Sicherlich immer wieder, immer wieder. Ich hatte aber eine gute Heilpraktikerin, die hat mich dann immer wieder eingenordet. Und die kam irgendwann mal auf die Idee, dass sie meinte, sie könnte mir mal ein Reading machen. Mhm. Und dieses Reading hat mich so dermaßen begeistert, dass ich am Ende gesagt habe, das will ich auch können. Mhm. Und sie sagt dann ganz trocken, naja, in 3 Monaten ist ein Kurs, kannst kommen. Und was hat diese Heilpraktikerin gemacht? Also was war das, was dich so geflasht hat? Ich kam dahin, sie setzt sich, sie schließt die Augen und fängt zum Erzählen an. Und erzählt mir Dinge über mich, die konnte sie nicht wissen. Es ging einfach weit über das hinaus, was sie wissen konnte, weil sie mich ja als Patient hatte. Mhm. Aber nachdem das andere alles gestimmt hat, konnte ich natürlich auch das glauben, was ich noch nicht wusste. Und wie gesagt, am Ende, ich war so begeistert, dass ich war so geflasht von diesem, was macht die da, dass ich dann gesagt habe, das will ich auch können. Hattest du davor schon Berührungen mit sowas? Weil normal, ich sag mal so ein Investmentbanker, da würde man ja nicht denken, dass der auf einmal hier so ein bisschen spirituell irgendwie draufkommt. Also ja, irgendwann hat es mich schon interessiert, das spirituelle Thema. Das hat schon begonnen mit meiner Ex-Frau damals, dass die sich als Schamanin hat ausbilden lassen. Also es gab schon immer diese Berührungspunkte, aber ich war halt so der Mann, der, ja, lass sie mal machen. Okay. Bis es dann halt irgendwann zu dem Punkt kam, wo ich sage, okay, jetzt merke ich doch, da passiert ganz viel und es tut mir vielleicht auch gut, es ist vielleicht sogar notwendig, da auch was zu tun, eben gerade immer wieder mit diesem Superstress im Börsenbüro. Mhm. Und so habe ich dann mal so vorsichtig angefangen. Und wie gesagt, warst du nicht skeptisch? Also ich meine, jeder Normale wird doch sagen, was ist das denn für ein Krempel? Nee, nicht wirklich, weil ich bin ja gebürtiger Allgäuer und im Allgäu ist schon viel so Okkultistisches. Also es ist schon so eine Gegend. Ich dachte, da gibt es nur Kühe. Ja, ja. Zwischen den Kühen gibt es noch was anderes. Ah, das Okkultistische da zwischen Nein, es gibt einfach, da gibt es einfach wirklich so, also das, was so zwischen den Welten ist, das wird da wirklich noch wahrgenommen, da wird wirklich damit gearbeitet zum Teil. Ich kenne es von Geschichten, die mir mein Vater erzählt hat, wo ich mir dachte, okay, also was früher halt so alles gemacht wurde. Ja, von daher gab es schon, also es gab schon den Teil in mir, wo ich gesagt habe, okay, es gibt mehr als das, was wir jetzt hier anfassen können und so. Aber es ging nie so weit, dass ich jetzt schon gesagt hätte, ja, also das ist meins. Und haben die Freunde, Verwandte oder auch deine Frau dann, na gut, die ist ja Schamanin, die hat wahrscheinlich gedacht, oh, endlich folgt er mir auf meinem Trip. Aber ist es mit den anderen so gewesen, dass die gedacht haben, was ist denn mit dem los? Was macht das denn mit Kurt jetzt los? Ja, also in der Bank gab es schon ab und zu Irritationen, spätestens als ich dann gekündigt habe und alle gefragt haben, ja, was machst du jetzt? Und ich gesagt habe, ja, ich arbeite mit Menschen. Und was machst du da? Und ich sag, ja, das weiß ich noch nicht genau, aber ich will mit Menschen arbeiten. Aber es gab einfach einen Teil in mir, der war da so klar, das ist jetzt vorbei und es geht jetzt weiter und es wird weitergehen. Also zum Glück habe ich einfach ein gutes Gottvertrauen und das hilft mir. Nun hast du eine Methode erfunden, im morphischen Feld zu lesen. Das ist ein Begriff von Rupert Sheldrake. Was ist dieses ominöse morphische Feld denn? Es ist tatsächlich am schwersten zu beschreiben.
weil es ist nicht greifbar, es ist nicht stofflich, ja, es ist nicht wie ein Magnetfeld, da kann ich Metallspäne hinstreuen, dann sehe ich, wie das ausschaut. Es ist einfach, es ist da und es ist aber nicht für uns wahrnehmbar. Und trotzdem sind wir alle damit verbunden. Also das ist so vorstellbar wie so ein Datenspeicher. Wie so die Matrix, so ein bisschen? Ja, und da geht es jetzt los. Ich glaube, dass für dieses Feld, dass es einfach unzählige Namen gibt, ob es jetzt die Matrix ist, ob das jetzt das kollektive Unbewusste ist, wie es C.G. Jung nennt, ob das jetzt der Ätherleib ist, wie Steiner sagt, das Gedächtnis der Natur, das Wissen der Natur. Es gibt unzählige Namen, weil es nicht greifbar ist. Ja, wenn wir ein Glas sehen, dann ist das ein Glas und ist klar, aber das haben wir nicht. Aber wir haben halt diese Verbindung dazu. Für mich ist die Verbindung zum Feld, zu dieser Datenbank, ja, für mich ist die so, die geht so um die Welt rum, weil alles da drin gespeichert wird. Das ist so der Kern der Intuition. Das heißt, es ist der Kern von dem, wo wir so einen leisen Impuls haben, der uns manchmal sagen lässt, ich habe es doch gleich gewusst. Mhm. Weil wir schon eine Idee hatten, eine Ahnung hatten, irgendwas ist da. Ist das auch dieses, wenn man denkt, oh, da ruft doch gleich Franz genau, an? Genau das ist. Genau das. Das sind alles diese Dinge, die gehen übers Feld. Das wird vielfältig genutzt, ob das jetzt ist für Telepathie, Energieübertragung, Fernheilung. Ich denke, dass jeder gute Kartenleser damit arbeitet. Genauso die ganze systemische Arbeit, also Familienstellen, das läuft alles übers Feld. Ist dieses Feld denn eine Intelligenz oder denkt es mit? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also so wie ich erlebe in meiner Arbeit und mit den Menschen, ist es tatsächlich hochintelligent, weil, also wenn man sich mit dem Feld verbindet und Informationen abruft und dann kommen einfach manchmal Antworten, wo ich immer wieder staune, das ist so wie um drei Ecken gedacht, da wäre ich nie drauf gekommen. Und gleichzeitig ist aber auch meine Erfahrung, es ist immer wertschätzend, es ist immer liebevoll, es ist immer zum Wohle. Und, also ja. Denkt es irgendwie mit? Irgendwie schon, ja. Also es denkt für einen oder weiß... Nein. Was für ein Gut ist oder wie kann man sich das vorstellen? Jetzt wird es kompliziert. Wir haben noch ein bisschen. Okay. Es ist auf jeden Fall interaktiv. Das heißt, wenn ich, es gibt ja andere sogenannte alte Datenspeicher wie die Akasha-Chronik und so. Das hat immer so was, das ist wie eine Bibliothek, da geht man hin und dann kannst du das Wissen abrufen. Wenn ich jetzt aber mit dem Feld arbeite, ist das immer so eine interaktive Geschichte, wo ich jetzt von mir das nach der besten Lösung frage oder nach der ersten Ursache von irgendeinem Thema. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit dieser Lösung, wenn die für mich nicht machbar ist, weil ich sage, was ich, das Feld sagt das Beste, du würdest jetzt deinen Job kündigen, ja? Drei Kinder alleinerziehend, geht mal gar nicht. Dann kann ich natürlich auch nach der zweitbesten Lösung fragen. Ich kann nach der drittbesten Lösung fragen, um dann für mich den Weg zu finden, um die Situation zu verbessern und zu verändern. Und ist das also absichtsvoll, das Feld? Das heißt, es hat die Absicht für dich, dass es immer das Beste ist? Oder kann man sich das nicht so als denkende Materie vorstellen? Also wenn man Absicht so definiert, dann würde ich sagen, tatsächlich ja. Wobei ich aber immer erlebe, und durch die Arbeit mit dem Feld, die ist einfach absolut absichtslos. Mhm. Das heißt, ich bin bereit, ich öffne mich für das, was passiert und gehe mit dem mit. Das ist ja oft so dieses Thema, wenn ich jetzt ein Spezialist für ein Thema bin und dann kommt ein Klient zu mir und er sagt, ja, da und da ist irgendwas. Und dann weiß der Spezialist ja schon, ah ja, okay, wir müssen da und da hingehen. Und wenn wir mit dem Feld arbeiten, dann kann das sein, dass wir da hingehen. Es kann aber sein, dass wir vorher noch eine Schleife gehen müssen, um noch was an Informationen einzusammeln, um dann ein ganz anderes Ergebnis zu kriegen. Das heißt, das Feld würde dir erst den ersten Punkt der Umgehungsstraße geben? So oder so. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Mhm. Warum viele Menschen mit der Arbeit mit dem Feld oder mit Intuition Schwierigkeiten haben, ist, dass du stellst eine Frage und das Feld sagt dir erstmal das Ergebnis. So, aber wenn wir jetzt als, sagen wir, normale Westmenschen, Westeuropäer, wenn wir ein Problem haben, dann machen wir unseren Plan. Und wenn es eine größere Geschichte ist, dann machen wir vielleicht eine Projektgruppe draus. Ja? Mhm. Und dann Schritt und Schritt und Schritt zu gehen, um dann zum Ergebnis zu kommen.
Und das Arbeit, die Arbeit ist mit dem Feld eben andersrum. Das sagt dir sofort, das ist das Ergebnis. Und erst dann kommst du mit den Fragen, ja, wie komme ich denn dahin? Was brauche ich? Mit wem muss ich arbeiten? Und so weiter. Weil eigentlich heißt es ja, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, willst du das Leben zum Lachen bringen? Mach einen Plan. Das funktioniert nämlich nicht immer so gut, wenn man da seinen Plan macht. Und trotzdem braucht es Pläne. Ja, das heißt nicht, dass man immer planlos ist, weil sonst können bestimmte Dinge einfach nicht stattfinden. Ist Plan, meinst du ja so mit so einem Ziel, dass du ein Ziel für irgendwas hast. Da ist ein Ziel und da muss ich hin und nur dann ist es gut. Und dann kannst du das Feld abfragen, wie du zu diesem Ziel hinkommst oder ob es überhaupt dein Ziel ist. Erstmal die Frage, ist es überhaupt ein Ziel für mich? Und tut mir das gut oder nein? Das fragt man nicht. Das kann das Feld alles. All diese Dinge. Gut, okay, komm, hau raus. Wie funktioniert jetzt diese... Wie funktioniert jetzt diese Methode? Du hast sie genannt MFL, morphisches Feldlesen. Als wir diese Methode entwickelt haben, 2006, da war so das Erste, was kommen musste, es muss eine vernünftige Erdung geben. Also dieses, da brauchst du eine Präsenz, der muss einfach da sein. Das sind diese Menschen, die sind authentisch, an denen kann man nicht vorbeischauen. Also das braucht man, dieses ganz hier sein. So, wenn ich ganz hier bin, wenn ich mich einigermaßen abgegrenzt und geschützt habe, dann stelle ich die Verbindung zum Feld her. Warum musst du dich schützen? Es geht einfach um meinen energetischen Raum zu schützen. Wir haben natürlich mit was zu tun, was wir nicht greifen können. Und dann ist es für jeden hilfreich, wenn er sagt, und wenn ich mir jetzt nur zum Beispiel eben eine Lichtkugel vorstelle, die ich mich hülle, das gibt mir einen Raum und es gibt mir einen Schutz. Feinsinnige Menschen spüren den Unterschied, aber allein dieses Gefühl, es ist noch was um mich rum, wenn ich gerade hier Neuland betrete, wenn ich was ganz Neues mache, ist einfach hilfreich. So, das heißt, man erdet sich, man setzt sich in eine Kugel, um seinen Raum zu schützen. Und was dann? Also wie geht die Methode? Du brauchst halt, also entweder die Person sitzt dir quasi jetzt gegenüber oder sie ist am Telefon, du brauchst also den Namen. Und über den Namen kannst du dich dann verbinden. Und dann geht es los, dass du Fragen stellst. Also du stellst dann die Frage ans Feld, keine Ahnung, was ist heute Abend das beste Outfit für die Sendung? So. Und dann sagt das Feld, heute ist bunt gut. Ja, hat ganz laut Ja geschrieben. Zum Beispiel, genau. So, das heißt, also ich stelle die Frage und dann ist es wichtig, dass ich als der liest, der sich mit dem Feld verbindet, ich halte mich komplett raus. Also ich bin quasi... Wie so ein Radiogerät. Im Radio ist es vollkommen egal, ob da jetzt bayerische Volksmusik läuft oder Heavy Metal. Sondern für mich geht es nur, egal wie die Antwort kommt, ob die jetzt als Worte kommt, ob das ein Bild ist, ob das eine Farbe ist, ob das ein Gefühl ist, ob das wie Wissen ist. Das ist mir egal, das kommt so. Also es kann völlig unterschiedlich sein. Also es ist nicht nur, das kommt in Worte oder in Bildern? Nee. Das hat immer auch mit dem zu tun, für den gelesen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen visuellen Typen gegenüber habe, dann kommen plötzlich mehr Bilder. Habe ich einen empathischen, dann habe ich plötzlich ein Gefühl und ich beschreibe ihm das Gefühl und er sagt, ah, weiß ich schon. Aber wenn du sagst, ich stelle die Fragen, du denkst dir dann die Fragen aus für den du liest? Woher weißt du die Fragen dann? Nein, also schon derjenige, der kommt halt ja im Regelfall ein Anliegen, der möchte ja was wissen und der gibt mir dann eine Einstiegsfrage sozusagen. Und dann ergibt sich wie so ein roter Faden, der quasi durch dieses ganze Lesen dann läuft. Und man muss immer nachfragen oder kommt eine Antwort und ist fertig? Also auf jeden Fall interpretieren wir nicht. Das ist ganz wichtig, weil da kommt ein Bild, rotes Fahrrad. Für den einen ist es das Kinderfahrrad, wo er Fahrradfahren gelernt hat, sein erstes super Erfolgserlebnis. Und für den anderen ist es so ein Sehnsuchtsobjekt, ja, der spart auf seinen roten Flitzer. Hat natürlich völlig unterschiedliche Bedeutungen. Und das ist für mich von Anfang an wichtig gewesen. Es wird immer klar nach einer Bedeutung gefragt. Also was bedeutet das für dich? Und es kann für jemand anders schon wieder eine ganz andere Bedeutung haben. Sondern es geht ganz individuell um dich, damit du das am besten verstehst. Wenn man sich jetzt in dieses Feld eingeloggt hat, sage ich jetzt mal so, und es sitzt jemand vor einem und man sagt, okay, man liest jetzt, er will wissen, wann er endlich den tollsten Partner in seinem Leben findet, zum Beispiel. Es geht ja eigentlich immer um Geld, um Partner und... Ich weiß ja auch nicht. Glück, Zufriedenheit, Beruf, ja genau. Richtiger Job. Ja genau. Berufung. Genau, all das. Also das ganze Leben. Nein, aber was ich. Wenn man da sitzt, ich meine, du hast das sicherlich ja nun schon häufiger gemacht. Du bist der Gründer dieser MFL-Methode. Woher weiß ich, dass ich nicht irgendeinen Firlefanz erzähle? Ich meine, ich könnte mir auch irgendwas ausdenken, sozusagen.
das ist natürlich die große Hürde für jeden, der die Methode zum Beispiel lernt, dass du nicht denken darfst. Also es geht nicht darum, dass wenn jetzt jemand zu mir kommt und eine Frage stellt, dass ich mir jetzt ausdenke, was könnte dem für eine Antwort gefallen, sondern dass ich mich wirklich so neutral mache. Da gibt es einfach ein paar Kniffe, die man anwenden kann. Und dann spreche ich nur aus, das, was kommt. Das heißt, für mich war damals, als ich die erste Methode da gelernt habe, der große Schlüssel, als ich verstanden habe, ich kann es gar nicht verstehen, weil ich ja deine Geschichte zum Beispiel nicht kenne. Das heißt, da kommt irgendwas, ich spreche das aus und mein Gegenüber sagt, woher weißt du? Ja? Und auch eine andere Erfahrung, 80%, bei 80% aller Fragen ans Feld geht es nur um Bestätigung. Die Menschen wissen es schon, aber manchmal braucht es einfach nochmal von außen diese Bestätigung zu sagen, ja, das ist richtig, was du da fühlst, das ist richtig, was du dir denkst, wie auch immer. Und gibt es einen Unterschied im Gefühl zwischen, sage ich jetzt mal, Fantasie und einer echten Antwort? Ja, man kann es fühlen. Also der Unterschied, ob ich jetzt denke oder ob die Antwort aus dem Feld kommt, ist spürbar. Ich kann es schwer beschreiben, aber es ist für denjenigen, der es anwendet, das ist tatsächlich spürbar. Und was aber auch immer, was eine goldene Regel ist, das Erste, was kommt, ist immer aus dem Feld. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt hinsetze und mir eine Frage stelle, keine Ahnung, Ja-Nein-Antwort. Und die erste Antwort, die kommt, die ist immer aus dem Feld. Und dann geht die Diskussion los. Dann kommt unser Verstand, unser Ego und sagt, kann gar sein. Kann wie ist das überhaupt mit so Interpretation? Ich meine, das ist ja, man kann ja, also man, ne, du wirst irgendwas gefragt oder du hast schon was im Feld gefragt und es kommt eine Antwort und dann denkt man, ach ja, stimmt, der hat ja auch eine blöde Kindheit. Und dann fängt man an zu interpretieren oder irgendwie, was also, passiert da? Wenn man die Methode einfach richtig anwendet, dann ist es so, dass die Arbeit im Alpha-Zustand stattfindet. Das heißt, das ist so kurz vorm Einschlafen, kennen wir diesen Zustand, oder kurz vorm Aufwachen. Das heißt, der Körper ist irgendwie nur so, der liegt nur so ganz matt, aber der Geist ist schon klar. Also so fühlt sich's an. Man liest? Nein. Nein, nur um dieses Beispiel. Ja. Kurz vorm Aufwachen. So, und im Alpha-Zustand hat das Ego keinen Zugriff oder der Verstand, unser Zweifler, unser Antreiber, wie auch immer. Das heißt, wenn ich mich per se in diesen Zustand bringe, dann sind die Antworten klar. Wir probieren dich aus. Oder? Ja. Yes! Das wollen wir jetzt mal genau wissen. Unsere liebe Rebecca, meine Assistentin, hat einen Namen gezogen, aus denen die gelesen werden wollen. Und es ist Sabine. Sabine, steh doch mal auf. Die will gar nicht. Nun aber ruhig zu ihr. Sabine, so. Welche Frage hast du denn mitgebracht, Sabine? Es gibt einen Menschen in meinem Leben, den ich nicht loslassen kann. Schon seit langer, langer Zeit. Und ich würde gerne wissen, ob es einen Zeitpunkt gibt, wo ich das schon merke. Sag's bitte den Vornamen, weil sonst kann ich mir... Nein, von der Person. Die heißt Dirk. Dirk und Sabine. Das mit dem Loslassen wird schwierig, weil ihr habt einfach wie eine seelische Verabredung. Also es gibt eine Verabredung auf einer ganz tiefen Ebene, die werdet ihr nicht trennen können. Und gleichzeitig heißt es aber nicht, dass ihr beiden eine Beziehung im klassischen Sinn führen sollt. So, also es gibt diese Nähe, weil ihr euch verabredet habt. Wir können da jetzt tiefer einsteigen, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber es gibt einfach so eine ganz tiefe Verbindung, die ist nicht auflösbar. So fühlt es sich zumindest jetzt an. Aber es ist auch nicht gemeint, dass ihr eine klassische Beziehung führt. Von daher... Beantwortet das irgendwie was? Stimmt. Da haben wir die Bestätigung. Gibt es sonst noch was du dazu wissen willst? Was ich zu dem Thema wissen möchte. Naja, es geht letztendlich darum, dass sozusagen fähig zu sein, sich auch wieder auf jemand anderen einzulassen. Also wenn ich jetzt die Frage stelle, besteht die Möglichkeit, kommt klares Ja? In dem Moment, wo du für dich das verinnerlichen kannst, dass das wie ein Bruder ist. Genau. So, also wenn du ihn als Bruder annehmen kannst, wenn diese,
diese Sehnsucht, dieser Wunsch nicht mehr da ist, mehr haben zu wollen, was einfach legitim ist bei dieser Intensität und Nähe, die ihr miteinander habt, dann kannst du dich wieder öffnen für jemand anders. Und wie mache ich das? Gegenfrage. Wenn wir schon mal dabei sind. Also allein die Information. Ne? So, also das sowieso. Das so. Vielleicht hat das Feld ja einen Tipp. Was auf jeden Fall dir schon hilft, ist die Antwort jetzt, weil es ist nochmal was bestätigt, also von einer externen Quelle, die das ja nicht wissen kann, das hilft schon immer sehr. Wenn es tatsächlich ist, dass du da weitermachen möchtest, dann würde sich zum Beispiel eine Herzintegration anbieten. Das ist so eine Methode von 5 Sätzen. Genau. Ich aber nicht, los, raus damit. Herzintegration! Okay, bei der Herzintegration geht es darum, dass wenn wir Dinge haben, die wir nicht mehr haben wollen. Also wir wollen keine Angst haben, wir wollen nicht nervös sein, wir wollen nicht aufgeregt sein, was auch immer. Dann schieben wir die Dinge weg. Und alles, was wir aber wegschieben, was zu uns gehört, macht Krach und kommt zurück. Und was wir bei der Herzintegration machen, ist, dass wir quasi diese Dinge sehen. Das heißt, wir anerkennen, ich bin nervös, ich kann nicht loslassen, ich halte fest. Wir verstärken das. Also es ist mir wirklich ernst, das jetzt zum Beispiel loszulassen. Dann nehme ich es an. Ich nehme dankbar an, dass ich da festhalte und nicht loslassen kann. Gebe das Ganze dann in mein Herz zur Heilung und Transformation. Weil unser Herz ist jetzt nicht nur eine Pumpe, sondern vom Energetischen her findet da ganz viel statt. Da könnt ihr das ja nach der Sendung mal eine kleine Herzintegration machen, wenn ihr sollt. Ist es sonst deine Frage beantwortet oder hat dir das weitergeholfen? Danke, Sabine. Vielen Dank. Sabine ja null, nee. So, ne? Die wohnt ja hier oben, du wohnst in München. Ja. War das jetzt so, dass das so in deinen Kopf reingefluppt ist oder was? Also, ich mache natürlich diese Methode jetzt schon 17 Jahre. Und natürlich ist es so, dass ich nicht mehr denke. Das heißt, in dem Moment, wo eine Frage kommt, ist die Antwort da. Also das geht so klack, klack. Und das sage ich. Ja, per se. Ich kann natürlich auch mal sagen, so, jetzt ist Schluss. Aber das ist auch das, was ich den Leuten immer sage, wenn sie kommen, die Methode zu lernen. Es geht darum, dass du sie jetzt lernst, aber irgendwann nicht mehr brauchst, weil du dir wieder so vertraust. Das Ganze hat nur mit Vertrauen zu tun. Das heißt, also seiner Intuition. Genau, das, was da kommt, dieser Impuls, der da kommt, den auszusprechen. Kann das jeder lernen und absolut. Jede? Absolut. Weil wir haben ja alle Intuition, wir haben alle ein Bauchgefühl. Wir haben es nur verlernt, dem zu vertrauen. Also weil wir einfach so, durch diese Informationsflut heute, sind wir so im Kopf, dass wir einfach den Teil vernachlässigen. Und da ist aber unsere Wahrheit. Also wenn ich wissen will, wo es lang geht, dann brauche ich mein Herz, mein Bauch. Aber wenn ich wissen will, wie ich da hinkomme, da brauche ich meinen Verstand. Das heißt, ich brauche beides und es muss einfach wieder in die Balance. Und jetzt hast du ja praktisch für jemand anders gelesen. Kann man auch für sich selber lesen? Klar. Ja? Und dann also, ist das dann nicht so, dass man sagt, oh, das kenne ich doch schon, ja, war ja klar, dass das kommt. Doch, das sagt man schon. Weil ich sage auch immer, man muss die Antworten nicht mögen. Ja? Da kommen natürlich auch genau die unbequemen Antworten. Ja, beweg dich endlich, mach jetzt endlich. Ja. Geht genauso. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ja, man kann sich gut selber lesen. Und gerade dieses sich selber lesen ermöglicht einem ganz viel wieder in die Balance zu bringen. Ich will jetzt gar nicht von Heilung reden, aber wirklich, dass Dinge wieder in die Balance kommen, die halt, ja, wo ich mich schlecht fühle und das seit Jahren tue. Ja, und endlich kann ich das wieder in die Balance bringen und es geht mir wieder gut, ich bin wieder frei. Es geht um gutes Lebensgefühl. Ich hatte eben so das Gefühl, man hätte ja noch eine Stunde weiterfragen können. Ja. Wie lange dauert denn so eine Lesung? So, bis die Fragen ausgehen. Nein. Im Regelfall ist es tatsächlich so, wenn jemand mit irgendeinem Thema kommt, wo er, was weiß ich habe immer Ärger mit meinem Chef und wie kann ich das lösen? Das entsteht dann wie so ein roter Faden und irgendwann kommt man wieder zum Ausgangspunkt und dann weiß man, jetzt ist erstmal gut. Macht man sich nicht abhängig dann auch irgendwie? Entscheidet man noch irgendwas selber? Wenn man hier so, oh Mensch, da ist wieder Kacke am Dampfen, jetzt muss ich nochmal wieder rein und fragen. Entscheidet man selber noch irgendwas? Ja, ja. Und das ist für mich ganz wichtig. Also ich habe jetzt nicht einen neuen Guru, der mir sagt, wie mein Leben zu laufen hat, sondern es ist tatsächlich so, ich bekomme ein Mehr an Informationen.
ich muss handeln, ich muss entscheiden, weil sonst passiert nichts. Und ich kann aber natürlich leichter entscheiden und handeln, wenn ich mehr Informationen habe. Wenn ich jetzt weiß, okay, das und der Aspekt ist noch dabei, okay, dann kann ich mich dafür entscheiden. Nun muss man sich erst erden, dann muss man sich in die Kugel setzen und so weiter und so fort. Geht das auch schneller? Wenn du lang genug geübt hast, schon. Ja, also man kann durch... Also es ist tatsächlich so, ja. Die Erfahrung zeigt, wir haben ja die Erdungsübung auch so, ohne dass man jetzt ins Feld geht, auf CD, weil es den Menschen gut tut, dass sie sich geerdet fühlen, dass sie einen Raum haben, damit sie bei sich sind. Und wenn man das regelmäßig macht, die Erfahrung ist so 3 Wochen jeden Morgen, dann ist es wie wenn sich die Dinge installieren. Und dann schaust du nur noch, okay, wie ist meine Verwurzelung, was macht meine Kugel und fertig. Und weil das ist ja sonst ziemlich lästig, wenn man sich erst mal 10, 15 Minuten erden und einloggen muss, um irgendwie zu fragen, was soll ich morgen anziehen zu dem Vorstellungsgespräch? Das kannst du auch leichter machen, da machst du dann Lesen light. Ja? Mhm. Ziehe ich jetzt heute das rosa Hemd an oder das hellblaue, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Heute war rosa dran. Heute war rosa dran, genau. einfach zu schauen, auch da eine einfache Übung, die jeder machen kann, mit der Aufmerksamkeit in die Hände zu gehen. Ich muss natürlich festlegen, was heißt ja. Für mich heißt ja, hat mehr Gewicht. So. Dann habe ich hier virtuell mein rosa Hemd in der Hand, hier mein hellblaues Hemd. Und dann stellt die Frage, welches Hemd ist heute besser? Und dann merke ich, wenn ich mit der Aufmerksamkeit ganz in den Händen bin, also nicht, dann bringt es uns vom Denken weg, weil ich, wie fühlt sich meine Hand an? Und dann wird die schwer. So einfach. Also das kann man auch zwischendurch machen? Das kann jeder machen, jederzeit. Erst wenn man so, sage ich jetzt mal, diese schwierigeren oder bedeutenderen Fragen hat, dann sollte man sich wirklich erden und... Geerdet bist du sowieso, weil du das eh jeden Morgen machst. Ach ja, genau, ja. Natürlich, 3 Wochen lang. Wie hast du diese Methode denn aus diesen ganzen Kursen dann eigentlich entwickelt? Hast du gedacht, Mensch, jetzt mache ich das mal so und jetzt mache ich das mal so und dir das irgendwie so ausgedacht? Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass mich eine Frau ausfindig gemacht hat, die ganz viel über mich wissen wollte. Und erst im Laufe dieses Gesprächs bin ich dann drauf gekommen, dass sie so jemand ist, wo man sagt, die ist hellsichtig, die hat einfach eine ganz feine Wahrnehmung. Und bei ihr ging es ganz viel, dass ich ihr Bestätigung gab für das, was sie alles wahrnahm, weil es hat nur sie wahrgenommen und die meisten Menschen eben nicht. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, schau dir doch mal die Methode an, wie können wir die denn vereinfachen? Weil ich fand die andere fand ich einfach furchtbar kompliziert. Und dann war das so, ja, du brauchst eine vernünftige Erdung, damit beginnst, weil es braucht diesen Anker hier. Und dann der Schritt, fertig. Super. Vielen Dank fürs Gespräch. Hervorragend. Jetzt hören wir nämlich... ein bisschen Musik und zwar von 3Motions, All About That Bass. You know, because it's all about the bass, about the bass, no trouble. It's all about the bass, about the bass, no trouble. It's all about the bass, about the bass, no trouble. It's all about the bass, about the bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got boom, 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 and all the boys is chase all the right junk and all the right places. I see the magazines working on Photoshop. You know that shit ain't real, come on and make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. Barbie doll. 'Cause if that's what you're into, then go ahead and move along. You know, because it's all about the bass, about the bass, no trouble. It's all about the bass, no trouble. It's all about the bass, no trouble.
It's all about the bass, about the bass. You know, because it's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. You know, because it's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. You know, because it's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. No trouble. It's all about the bass, about the bass. Dir mal ein bisschen auf die Nieren fühlen. Auf die Nieren, nicht auf den Zahn. Ja, auf den Zahn auch vielleicht. Also ich habe hier ganz viele tolle Wertekarten. Da stehen Wörter drauf, die alle einen Wert in unserer deutschen Sprache bezeichnen. Von der Ralf-Besser-Stiftung. Und du darfst jetzt mal drei ziehen und die da hinlegen. Unaufgedeckt. Unaufgedeckt. Das sind ein bisschen viele. Muss mal gucken, wo du welchen... Welches Feld? Was sagt das Feld? Welche Karte? Ja, da ging ja einfach. Klare Antwort. So. Also, was haben wir hier Schönes? Wir haben einmal das Wort Stille. Was hat denn dieser Wert mit dir zu tun? Die Stille ist für mich ein Raum, in dem ich mit mir wieder ganz verbunden bin, wo ich ganz zu mir komme, wo ich meine innere Unendlichkeit sehen, spüren, erleben kann. Und es ist einfach das, wo ich auftanke, wo ich zu mir komme. Ja. Also und bist du ein stiller Typ auch, oder? Eher nicht. Also wenn ich so viel in der Arbeit rede, dann halte ich auch gerne mal die Klappe. Aber Stille heißt wirklich Stille und das genieße ich sehr. Also, weil das Schöne ist, wenn ich das Glück habe, dass ich in meinem Lieblingsland Neuseeland bin, da kann man die Stille auch im Außen hören. Also du bist draußen und es ist so laut, obwohl es still ist. Okay. Also es ist unglaublich. Und wie integrierst du Stille in dein Leben? Regelmäßig. Einfach regelmäßig zu schauen, dass ich mich hinsetze, dass ich mir die Zeit nehme. Diesen Moment innehalten. Einfach mal einen kurzen Moment innehalten. Ausatmen. Um was geht es denn gerade wirklich? Das ist so, das sind diese kleinen Momente und natürlich ausgedehnter, auch mal gerne eine halbe Stunde oder Stunde. Gut. Dann hast du noch den Wert gezogen, Einfachheit. Was hat der denn mit dir zu tun? Mein absolutes Credo ist, das Leben ist einfach. Und nur unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen und Konditionierungen und Glaubenssätze, Muster, was weiß ich nicht alles, die machen das Leben kompliziert. Aber einfach uns von Herz zu Herz als Mensch begegnen, gibt es was Schöneres. Wir wollen nicht die Masken sehen, wir wollen nicht sehen, wer der Tollere ist, sondern wir wollen uns auf der menschlichen Ebene begegnen. Das ist Einfachheit und bin ich ein totaler Fan von. Super, und wie integrierst du das für dich? Wenn ich eins gelernt habe beim Buchschreiben, es hat immer dann gestockt, wenn es kompliziert wurde. Das heißt, dann gab es ein strukturelles Problem. Und wenn es dann wieder einfach wurde, wenn es wieder in den Fluss kam, dann passt es. Und das ist für mich immer das Erste, wenn es hakt. Wir haben ja gerade ganz viel neu konzipiert bei uns. Und du kommst immer an so einen Punkt und dann geht es nicht weiter. Und dann ist irgendwas verquer. Moment, rausgehen. Mal schauen. Und wie geht es einfach? Und dann fließt es wieder. Ja. Und der dritte Wert, den du gezogen hast, ist Aufmerksamkeit. Was hat der denn mit dir zu tun? Aufmerksamkeit, das hat mit Präsenz zu tun. Das heißt, dass ich nur eine Sache mache. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir hier sitze, dann ist meine Aufmerksamkeit bei dir, bei den Fragen, auch wenn hier drumherum viel los ist. Aber dieses bei dem Sein, was ich gerade tue, habe ich auch feststellen, gehen Dinge viel schneller. Also ich brauche nicht so lang, als wenn ich dann da abgelenkt bin und da abgelenkt bin.
Und es gelingt mir viel leichter, wenn ich tatsächlich geerdet bin. Also es ist immer so dieses, wenn ich meine Verbindung nach unten habe, ich das Gefühl habe, ja, ich spüre die Füße am Boden, ich spüre diesen Kontakt, dann geht es auch leichter. Und dann kann ich leichter aufmerksam sein. Und ja, es hat nur mit Erdung zu tun. Aufmerksamkeit kann ja auch die Sichtweise haben, dass man selbst gerne mehr Aufmerksamkeit möchte. Hat das auch was mit dir zu tun? Ehrlich gesagt, nee. Ich bin ein ganz schlechter Verkäufer. Also ich liebe diese Arbeit und ich bin der Meinung, es sollte wirklich jeder haben, es sollte ein Schulfach sein sogar. Aber ich bin einfach ein furchtbar schlechter Verkäufer. Ja, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Sache und es geht um dieses, ich bin nicht besser als irgendjemand anders. MFL, wenn solche Methoden entwickelt werden, hat man sofort ja auch immer dieses, seid ihr eine Sekte, was macht ihr da eigentlich? Was macht ihr da eigentlich? Was wir machen ist, dass wir uns ein Meer an Informationen besorgen, ungefiltert. Was ist mit Falschantworten? Sind sehr selten. Was manchmal kommt, was auch sehr verwirrend ist, auf eine Ja-Nein-Frage kommt Ja und Nein. Mhm. Ja, also ist das der richtige Job für mich? Ja und Nein. Okay. Und deswegen ist dieses Nachfragen nach der Bedeutung so entscheidend. Also was bedeutet Ja? Ah, da bekommst du endlich die Herausforderung, den Job, den du dir schon immer gewünscht hast. Und dann ist es natürlich wichtig, gleichzeitig zu fragen, ja und was ist das Nein? Das Betriebsklima ist so schlecht da. Das muss man mögen. Und dann habe ich ein Mehr an Informationen und ich kann mich entscheiden. Also auch da nimmt das Feld nicht die Entscheidung ab, sondern ist mir das wichtig oder ist mir das nicht so wichtig? Kann man damit in die Zukunft gucken? Schwer, weil die Zukunft ist ja noch nicht gestaltet. Also man kann im Feld fragen, also so wie wir in die Vergangenheit fragen können, was ist die Ursache für meine ständigen Sorgen machen oder was auch immer. So kann ich natürlich auch sagen, okay, wo bin ich denn in einem Vierteljahr? Wichtig ist, die Antwort ist ja immer so eine Momentaufnahme. Das heißt, die Antwort, die in dem Moment kommt, ist die höchste Wahrscheinlichkeit aus jetziger Sicht. Das muss ich einfach wissen. Dann kann es durchaus sein, dass es mir hilft, ja, macht es Sinn, was weiß ich, mich in dieser Beziehung nochmal zu engagieren. Wo stehen wir in einem Vierteljahr, wenn wir einen bestimmten Prozess durchlaufen? Dann kann es sein, ja, es ist gut. Es ist genau das, was es braucht. Oder es kann natürlich auch kommen, dass das Feld sagt. Muss man dann also immer mal wieder nachfragen? Ich weiß zum Beispiel, ja. Ich kenne jemanden, der hat eine Geldanlage gefragt. Und es kam von mehreren Seiten, jo, super, und ist damit tierisch auf die Nase gefallen. Ja. Ist das, weil das zu weit in die Zukunft war? Oder muss man alle zwei Wochen nachhaken? Oder wie reagiert das Feld da? Also das Einfache ist, das Feld zu fragen, in welchem Turnus soll ich nachfragen? Also dann sagt mir das Feld, ja, du musst wöchentlich oder du musst alle drei Tage draufschauen oder nee, im nächsten Monat passiert nichts, du kannst in einem Monat draufschauen. Also auch da, du kannst das Feld eben alles fragen, aber das ist auf eine Weise wieder so abstrakt, dass wir nicht auf die Idee kommen, alles zu fragen. Ja, das ist das Dumme. Und dann vergisst man was und dann fällt man doch auf die Nase wahrscheinlich manchmal. Ja, wenn ich nicht frage, kriege ich keine Antwort, dann laufe ich auch gegen. Was hat sich bei dir im Leben verändert durch die MFL-Methode? Also das Wichtigste und Zentralste, was sich verändert hat, ich habe keine Depression mehr. Also ich hatte tatsächlich schwere Depressionen, gerade in der Zeit als Banker. Ich denke auch dem Stress geschuldet, aber zu schauen, was sind alles für Geschichten, was ist da dabei. Und mir geht es in der Arbeit nicht darum, ich muss da in der Vergangenheit wühlen und nochmal, sondern zu sagen, was muss ich tun heute, dass mich das aus der Vergangenheit nicht mehr beeinflusst. Und das ist ein ganz anderer Fokus. Das heißt, egal was da war, ich kann es ja nicht mehr ändern. Ja? Ich hatte Depressionen, ich war tagelang nicht ansprechbar. So, was kann ich tun, dass ich es heute nicht mehr habe? Fühlst du dich als Guru eigentlich? Manche Leute machen mich dazu, aber ich fühle mich überhaupt nicht so. Weil ich bin nicht besser als irgendjemand anders hier. Was möchtest du mit deiner Methode erreichen? Dass die Menschen sich einfach wieder vertrauen. Dass das, dieser erste Impuls, dieses, ich habe es doch gleich gewusst. Und dass wir dadurch diese ganzen Masken nicht mehr brauchen, sondern dass wir wirklich uns wieder so begegnen, wie wir sind, weil das ist das Schönste. Ja, wir Menschen sind wunderbar. Da brauche ich nicht zu tun, als ob, sondern dieses
von Herz zu Herz, sich auf der Ebene wieder zu begegnen, das ist, ja. Ach, Kurt, dann werden wir jetzt zu Herz diese Sendung mit einem wundervollen Lied ausklingen lassen. Vielen Dank, Kurt Cyprian Hörmann, dass du da warst. Und wir hören nochmal Musik von den Three Motions, und zwar mit dem Song Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Why all the girls in town follow you all around? Just like me, they long to be close to you. That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Danke. Ach, herrlich, ne? Vielen, vielen Dank, dass ihr heute uns mit eurer Musik das Herz erwärmt habt. Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Das war wirklich richtig klasse. Vielen Dank an unseren tollen Gast, Kurt Cyprian Hörmann. Und ich freue mich natürlich, wenn es das nächste Mal wieder heißt: Butter bei die Fische! Wie?